In diesem Video geht es um die elektrophile Substitution. Dies ist der typische Reaktionsmechanismus für Aromaten mit Halogenen. Als Aromat habe ich hier den Benzolring genommen, Halogen ist das Brom. Im Unterschied zur elektrophilen Addition, die ich in einem anderen Video erklärt habe, wird bei der Substitution ein vorhandenes Atom des Aromaten durch den Elektrophil ersetzt. Es entsteht Bromwasserstoff und Brombenzol. Und wie dieser Austauschmechanismus im Detail funktioniert, das werden wir uns jetzt genau anschauen. Das Brommolekül nähert sich unserem Benzolring und durch die hohe Ladungsdichte in dem Benzolring wird nun das Brommolekül polarisiert. Hier unten bildet sich der elektrophile Teil aus. Im Unterschied zu den Alkenen ist es bei den Benzolringen jedoch so, dass diese Ladungsdichte nicht ausreicht, um diese Brombindung vollständig zu trennen. Denn die Ladung ist hier über den gesamten Ring verteilt. Erst wenn noch ein Katalysator hinzukommt, hier das Eisen-3-Bromid, dann gelingt es, dass diese Brombindung vollständig aufgelöst wird. Warum macht das Eisen-3-Bromid dies? Nun, dieses zentrale Eisenatom hier hat normalerweise zwei Valenzelektronen in seiner äußeren Schale. Die hat das Eisen aber vollständig an die umliegenden Brompartner abgegeben, sodass dieses Eisenatom eine leere äußere Schale hat. So etwas nennt man eine Lewis-Säure. Nämlich ein guter Elektronenakzeptor. Das Eisen möchte gern in seiner äußeren Schale wieder Elektronen aufnehmen. Die bekommt es von diesem negativ geladenen Bromion und bildet dadurch einen Eisen-4-Ionenkomplex. Übrig bleibt das positiv geladene Brom, das nun hier jetzt mit dem Benzolring eine Bindung eingehen kann. Und zwar kann das Bromion nun zunächst einen Pi-Komplex mit dieser Doppelbindung bilden, wie wir es auch von der elektrophilen Addition her schon kennen. Das Brom gibt dabei seine positive Ladung in den Ring ab. Jedoch gibt es noch eine energetisch günstigere Variante als diesen Pi-Komplex, nämlich das Brom kann sich auch direkt an einen Kohlenstoff binden. Das nennt man dann einen Sigma-Komplex, weil es über eine Sigma-Bindung geschieht. Und die positive Ladung ist dann an einem anderen Kohlenstoffatom übergeben. Warum ist diese Bindungsart energetisch günstiger als der Pi-Komplex? Nun, diese positive Ladung kann nun drei verschiedene Positionen in dem Ring annehmen und ist dadurch Mesomerie stabilisiert. Wir sehen, sie kann hier unten hinwandern, die Doppelbindung liegt dann hier, oder sie kann hierüber wandern, die Doppelbindung liegt dann hier. Und wir wissen ja, je mehr Möglichkeiten eine Ladung hat, sich aufzuhalten, desto besser ist es energetisch betrachtet durch die Mesomerie. Ein Problem ist jedoch diese positive Überschussladung. Die möchte das Benzol natürlich gerne loswerden. Und hier kommt wiederum unser Katalysator ins Spiel. Wenn der sich nämlich unserem Brombenzol nähert, dann wirkt diese negative Ladung auf diese positive und die Möglichkeit ist, dass hier ein Proton abgegeben wird, das sich dann wiederum mit dem Brom vom Katalysator zu einem Wasserstoffbromid bildet. Hier sind wir bei unseren Endprodukten angekommen. Betrachten wir diesen Ablauf nochmal im Energiediagramm. Nach oben ist aufgetragen die Energie und nach rechts geht unsere Reaktion. Wir starten also hier mit unserem Aromatenring des Benzols. Der ist energetisch günstig, hat also ein niedriges Energieniveau. Hier kommt von außen ein positives Bromion an. Dies bildet zunächst einen Pi-Komplex. Der ist allerdings energetisch ungünstig, weil er viel Energie benötigt. Deswegen geht das System weiter in den Sigma-Komplex, der energetisch günstiger ist, denn er ist mesomeriestabilisiert. Im nächsten Schritt möchte nun die positive Ladung wieder abgegeben werden. Das ist ein energetisch ungünstiger Zustand, aber mit Hilfe
des Katalysators gelingt die Ladungsabgabe und das Molekül geht wieder in den aromatischen, energetisch günstigen Zustand zurück. Durch diese Mesomerie-Stabilisierung des Aromaten gewinnen wir ungefähr 140 Kilojoule pro Mol. Nun ist dieses Brombenzol noch nicht der Endzustand unserer Reaktion, denn es ist noch Brom zur Verfügung und nun kann eine Zweitsubstitution stattfinden, die im Prinzip genauso abläuft wie die erste. Das heißt, unser Benzolring kann noch ein weiteres Brom aufnehmen. Hierfür gibt es jedoch drei verschiedene Konstitutionsisomere, das heißt Positionen, wo sich das zweite Brom anlagern kann. Das wäre hier einmal in der direkten Nachbarschaft des ersten Broms, das nennt man die Ortho-Konstitution, oder in der Mittelstellung der Meta-Konstitution oder genau gegenüber, das nennt man die Para-Konstitution. Alle drei Konstitutionen entstehen auch tatsächlich bei unserer Reaktion, jedoch in unterschiedlichen Verhältnissen. Wir sehen, dass die Ortho- und die Para-Konstitution bevorzugt werden, während die Meta-Konstitution fast gar nicht auftritt. Wir können erklären, warum das so ist. Und zwar habe ich in dem Video über nukleophile Additionen ja bereits die I- und M-Effekte erklärt. Dieses Brom hier ist ein Halogen und hat deswegen die Eigenschaft, einen Plus-M-Effekt zu bewirken, also es schiebt Elektronen in den Ring hinein. Das bewirkt zweierlei. Zum einen wird dadurch die Elektronendichte in unseren Doppelbindungen erhöht und es kommt zu einer höheren Reaktivität. Zum zweiten bewirkt dieses Elektronenschieben, dass nun in dieser Doppelbindung die Elektronen von diesem Bromatom weggeschoben werden, weg und weggeschoben werden, sodass hier an dieser Position eine negative Überschussladung und hier ebenfalls entsteht, während an dieser Stelle die Elektronen weggeschoben wurden, sodass wir hier eine positive Teilladung haben. Das nennt man die dirigierende Wirkung für die elektrophile Zweitsubstitution, nämlich das zweite Bromatom wird jetzt bevorzugt hier in der Orthoposition oder in der Paraposition anlagern, aber nicht in der positiv geladenen Metaposition. Aus Symmetriegründen gilt das entsprechend auch auf dieser Seite.